Heute gibt es Ziegen-Zombie-Action mit Goat Z, dem neuen DLC für den Goat Simulator, der am 1. April letzten Jahres erschienen ist. Wir schauen uns erstmal das Optionsmenü an, da hat sich im Vergleich zum Goat Simulator nichts getan. Man kann weiter eben das Field of View einstellen, die Helligkeit etc., die Auflösung. Hier werden übrigens auch DSR-Faktoren oder VSR bei AMD unterstützt. Wirft man einen Blick auf die erweiterten Optionen, dann kann man dynamische Schatten einstellen, eine Tiefenunschärfe, sogenannte Light Shafts, also God Rays, das sind so Lichteffekte, die dann vom Himmel auf den Boden herunterscheinen, oder auch Bewegungsunschärfe einschalten, so wie MSAA, das ist eine Hardware-Kantenglättung, Multisample Anti-Aliasing, die allerdings manchmal dafür sorgen kann, dass das System abstürzt. Beim Goat Simulator, da bekommen wir aber auch eine Warnmeldung angezeigt, die wir gerade gesehen haben. Wir haben in unserem Fall jetzt alle Optionen mal auf Maximum gesetzt bei Full HD. Das ist nämlich auf einem Mittelklasse-System mit beispielsweise einer GeForce GTX 89 oder 970 schon sehr flüssig spielbar. So, fangen wir an mit Goat Z. Wir sind gerade im Tutorial angekommen, denn es gibt einige neue Sachen zu lernen, die man vom Goat Simulator so noch nicht kennt. Deswegen wird auch empfohlen, das Tutorial einmal durchzugehen. Wir sehen schon auf den ersten Blick, wir sind hier eine Zombie-Ziege und haben gleich mal angefangen, eine Apokalypse zu starten, indem wir den ersten Menschen, der jetzt hier bei uns mit in der Leichenhalle drin war, zu infizieren mit diesem hässlichen, giftgrünen Mob, der da um uns herumfliegt. Die nächste Aufgabe, die wir bekommen vom Spiel, ist, dass wir diesen Zombie auch wieder umbringen sollen mit lauter Headbutts. Dank der tollen Physik-Engine haben wir den jetzt aber auch hier weit oben ins Eck befördert, dass wir überhaupt nicht mehr hinkommen. Verdammt. Was können wir tun, um die Quest dennoch zu erledigen? Versuchen mal hier irgendwie hochzuklettern oder den vielleicht mit Müllbeuteln abzuschießen. Ja, gut, nehmen wir uns mal dieses andere Bänkchen noch dazu, hüpfen wir da drauf. Die Physik-Engine, haarige Angelegenheit hier als Ziege. Das geht irgendwie... jetzt. Und... Skilljump, jawoll. Zombie Armin. Tot, endlich. Quest erfüllt, gleich geht's weiter. Und wir haben noch 100 Health Points als Bonus bekommen. So, die Health Points übrigens werden links unten angezeigt und da oben drüber unsere Hungeranzeige mit dem Pizzasymbol. Wir sind gerade ziemlich hungrig und die Aufgabe als nächstes: dreimal das Essen ablecken. Lick Cake Nummer 1. Den Truthahn Nummer 2 und eine Wassermelone als Nachtisch passt, auch wenn wir mit dem Kuchen angefangen haben. Weiter geht's. Nächster Raum. Hier lernen wir das Crafting. Die Rezepte sind allesamt logisch. Man kann beispielsweise aus einer Bierbong und einer Kaugummikugel eine Art Pistole, eine Art Gatling Gun bauen, mit der wir dann auf Zombies schießen können, wie wir gleich sehen werden. Da kommen schon die Zombies von der Decke gefallen. Ganz viele. Ballern wir mal drauf mit den Kaugummis. Zack, Quest erledigt. Demo Goat. Auf geht's. Bevor ich mich weiter traue, basteln wir mal lieber noch so ein Gewehr, um ein bisschen für mehr Munition zu sorgen. Das sehen wir blau eingeblendet über der Hunger- und der Health-Anzeige. Ganz schön großes Leichenschauhaus, in dem wir uns da befinden. Gucken, was wir als nächstes tun müssen. Looten geht auch, wie in jedem ordentlichen MMO. Gucken, was da drin ist. Was zu essen. Apfel, sehr schön. Health Kit brauchen wir gerade nicht. Lecken wir trotzdem mal an. Was ist in dem anderen hier noch drin? Richtige Gatling Gun, sehr schön. Packen wir uns mal. Mini-Fun heißt das hier. Ich glaube, damit können wir auch tatsächlich viel Spaß haben. Nächste Aufgabe. Schauen wir mal ein bisschen bereit machen. Oha. Einen Tag der Zombie-Apokalypse überleben. Kein Problem. Ballern wir die ganzen Zombies, die hier vom Himmel... das werden ja immer mehr. Ich habe keine Munition mehr. Das bringt nichts. Die ist kaputt. Dann eben Headbutt, wofür hat eine Ziege schließlich Hörner? Es werden immer noch mehr, die schießen sogar. Mehr Zombie-Vielfalt als in DayZ oder H1Z1, so wie es ausschaut. Dann eben mit Werkzeug funktioniert auch nicht so richtig. Üben wir nochmal. Den ersten Tag haben wir nicht mal überlebt, aber was soll's.
Wir wachen in einem Sarg wieder auf. Das ist quasi die erste Hauptmission von DayZ, nachdem wir das Tutorial gespielt haben. Und was machen wir als erstes? Klar, den Zombie Sepp werden wir erstmal infizieren, der vorher noch kein Zombie war. Und ab geht's den Berg runter vom hübschen Friedhof da oben. Aber da sind uns zu wenig Lebende zum Infizieren. Also schauen wir mal, was im Dorf so abgeht. Auf dem Weg spielen wir ein bisschen mit dem Strandbällchen. Da vorne scheint es was zu essen zu geben. Ein preisgekrönter Kürbis. Aber irgendwie scheint man den nicht essen zu können. Na, was soll's. Schauen wir mal weiter. Wir wollen eh lieber Leute infizieren. Oder Autos kaputt machen. Oder das Auto uns. Ja, so geht's. Flieg! Ja, das Rag-Modell von Goat Simulator ist auch in Goat Z, dem 5 Euro teuren DLC, immer noch grandios. Moin. Ja, ob Strohballen denn echt auch so Trampolin-Effekt-mäßig funktionieren? Vielleicht mal beim Bauern im Land nachfragen. Ja, endlich geht's los. Leute infizieren. Drücke 1, um Menschen zu infizieren. Funktioniert prima. Und wir haben für diesen erste Hauptquest in Goat Z schon genug Menschen infiziert. Trotzdem verpassen wir denen jetzt nochmal den einen oder anderen Headbutt. Da steht auch noch einer rum. Mäh. Tudum, Blende auf schwarz, weiter geht's. So, hier haben wir das Intro vom ersten Zombie Day. Da bekommt man eine kleine Einführung, was so alles passiert in der Welt des Goat Simulators, wenn die Zombie-Apokalypse losgeht. Einkaufen scheinen nicht mehr viele zu gehen. Doch, Zombies gehen auch noch in die Einkaufshalle. Und Elefanten offensichtlich. Aber die gehen wohl nicht mehr im Allister einkaufen. Oh, Aliens gibt's auch. Und Zombies explodieren auf Parkbänken. Und der Gouverneur setzt sich dafür ein, dass Menschen keine Snacks für Zombies werden. Das ist doch positiv. Besser als manches Wahlprogramm der realen Politik. Und auf geht's. Willkommen bei Goat Z. Tag 1 der Zombie-Apokalypse. Und man hat uns direkt eingesperrt. Ja. Zum Glück haben wir Hörner und können da leicht entkommen. Gut gesättigt und mit vollem Leben, das trotzdem ziemlich schnell abnimmt. Warum eigentlich? Na egal, gehen wir einfach mal weiter, schauen uns hier ein bisschen um. Da haben sich wohl Leute verbarrikadiert, aber dank Ziegenpower kommen wir durch jedes Holztor durch. Ja, nehmen wir das Brett da mal mit, gucken, ob wir damit was craften können. Ja, sieht nicht so aus. Dann räumen wir eben hier auf dem Parkplatz ein bisschen aus. Das hässliche Hawaii-Shirt muss belohnt werden mit einer Zombie-Infektion. Ja, die Autos sind offensichtlich günstigere Bauart, die gehen sehr leicht kaputt. Dann geht's eben zum Shoppen. Oh, da ist noch jemand mit dem Hund in der Hand. Ja, gut. Egal, infiziert haben wir Zombie-Mann und Zombie-Hund. Und dann geht's ab in den Apple Store. Da sind auch schon die ersten Apple-Zombies. Oder auch nicht, naja. Lassen wir es uns erstmal schmecken. Hunger stillen mit Äpfeln kommt gut. Das sorgt auch für ein Plus auf unsere Gesundheitsleiste. Und weiter geht's. Das sind jetzt viele Zombies, besser mal abhauen. Was gibt's hier oben zu sehen? Neue Zombies, sehr schön. Nicht rumheulen, sondern suche Gehirne, ess was. Aus dem Weg, Zombie Willy und Anton. Nicht aus Tirol, hoffentlich. Der geht mir nämlich auf den Sack. Was geht in der Damentoilette ab? Oh, Blumen, schön. Gibt's hier irgendwelche Health Packs oder so? Nee, blöd. Ja, vielleicht auf der Herrentoilette. Nein. Ah, oh, das ist, glaube ich, ein Secret. So eine goldene Goat. Mal gucken, ob wir die aufsammeln können. Bierpong. Bierbong nehmen wir mal mit. Golden Goat, sehr schön. Und nicht identifizierbares Fleisch gefuttert. Ich will es gar nicht so genau wissen. Und wieder zurück aus dem Weg. Ah, hier gibt es deutlich mehr Zombies, als in DayZ unterwegs sind. Zumindest ist die Dichte deutlich höher. Oh, Dead Rising. Ja, da will ich mal Sushi essen gehen. Hat aber leider schon geschlossen. Oh, aus dem Weg jetzt. Nerv.
mich rum. Okay, ja, machen wir hier noch ein bisschen weiter. Chaos. Goat Z ist... Ich weiß nicht, was ich großartig dazu sagen soll. Wer den Goat Simulator gespielt hat, wird jede Menge Spaß haben mit diesem grandiosen Unfug hier. Ich weiß nicht, ob echte DayZ oder H1Z1-Fans auch so begeistert sind von doch dieser ziemlich bösen Parodie auf das gesamte Genre. Ich persönlich finde es einfach klasse, denn es ist so grandios sinnlos. Es hat genauso viele Bugs wie DayZ, wie H1Z1, aber immerhin ist es aus dem Kickstarter und aus dem Early Access-Stadium mal rausgekommen. An jedem Tod gibt es auch noch ein paar Statistiken. Probiert es einfach aus. Ich wünsche euch viel Spaß mit GoZ.